Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Börse aktuell hier auf aktienlust.tv. Wie immer nachmittags bekommen Sie ja von mir hier aus der alten Wertpapierbörse in Frankfurt einen kurzen Überblick über den Markt, über die aktuelle Nachrichtenlage oder halt eben die ein oder andere Unternehmensmeldung. Ja, und alles steht natürlich klar im Zeichen von den Zahlen von Nvidia. Die kommen heute kurz nach 22 Uhr unserer Zeit, also 22:20, denke ich, dürfte die Zahlen raus sein. Etwas später dann natürlich die ersten Analystenprognosen. Apropos Analystenprognosen, morgen früh 8 Uhr wird sich Jürgen dann mit den Zahlen von Nvidia, mit den Analystenstimmen auseinandersetzen und mal einen kleinen Überblick und eine Einschätzung zu den Zahlen abgeben. Morgen Abend dann 18 Uhr, Dreier-Zoom heißt Nicole, Jürgen und ich. Solltet ihr noch Fragen haben zu Einzeltiteln oder, einfach unten in meine Kommentare hineinschreiben. Die Nicole sucht sich dann das Beste aus und wird uns dann morgen Abend diese Fragen stellen. Also morgen zwei wichtige Termine, 8 Uhr Jürgen, Einschätzung Nvidia, 18 Uhr Nicole, Jürgen und ich. Dreier-Zoom und jetzt schauen wir uns mal das Szenario von heute an. Ja, normalerweise ist es ja so, so kenne ich aus meiner langjährigen Zeit an der Börse, haben wir wichtige Zahlen, Daten oder auch Konjunkturdaten voraus. Da sind die Märkte im Vorfeld immer etwas vorsichtig. Da möchte man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber jetzt, wo man auf die Nvidia-Zahlen wartet, haben wir gestern schon eine leichte Zunahme beim DAX gesehen. Heute allerdings sehen wir keine Zurückhaltung. Nein, es wird weiter ordentlich zugekauft. Das heißt, man setzt schon von Marktseite aus mehr oder minder darauf, dass Nvidia heute Abend klar punkten wird. Schauen wir dementsprechend mal auf den DAX. Da liegen wir aktuell bei 18.805. Wir lagen heute im Hoch bei 18.853 und somit tatsächlich nur noch 40 Punkte von unserem Rekordhoch bei 18.893 Punkte entfernt. Heißt also, die Anleger kaufen weiter zu, setzen darauf, dass die Zahlen heute schon passen werden, dass Nvidia mal wieder mit seinem Quartalsbericht glänzt. Und da muss man sagen, gut, man hat natürlich auch die letzten Quartalsberichte ordentlich geliefert. Und das scheint den Optimismus zu bestärken, dass das auch heute so weitergehen könnte. Ich meine, wenn wir mal drauf schauen, die Aktie alleine von Nvidia mit 160% in diesem Jahr im Plus, also eins der stärksten Papiere mit Abstand im Technologieauswahlindex Nasdaq 100. Ja, und 2023 war der Anstieg fast noch stärker. Da lag das Papier nämlich bei über 200% im Plus. Also mittlerweile natürlich auch Nvidia eines der teuersten amerikanischen Unternehmen. Marktbewertung an die 3,2 Billionen Dollar. Das ist natürlich hinter Apple mittlerweile dann schon Platz 2 in der Rangliste der wertvollsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Ja, und da kann man tatsächlich heute nur hoffen, dass die Zahlen tatsächlich passen, dass kein Analyst hier ein Haar in der Suppe findet, denn wenn das geschehen sollte, dann könnten die Kurse auch rund um die Technologieaktien allesamt nach unten abgestraft werden. Sollte es dagegen positiv sein, würden wir auf der anderen Seite natürlich ganz klar auch mal dahingehend wieder steigende Kurse bei den Technologiewerten sehen, weil dann würde der Markt sagen, seht zu, schaut her, Nvidia hat geliefert, heißt das Thema KI. Das wird uns auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten positiv begleiten und das Unternehmen, was da ganz weit vorne steht, das hat uns in Gänze überzeugt. Das sind so die zwei Szenarien. Sollte letzteres eintreffen, dann könnte der DAX auch ganz schnell tatsächlich morgen auch neue Höhen erklimmen. Ja, und dann würden wir ganz schnell dementsprechend auch den Angriff auf die Marke von 20.000 Punkten beim Leitindex nehmen können. Das sind so in etwa die Szenarien.
Szenarien, die aktuell hier an der Börse tatsächlich durchgespielt werden. Ja, die Wall Street gestern schon ein bisschen zurückhaltend, wenn wir auf den Dow schauen, da ist man tatsächlich etwas vorsichtig und auch heute scheint man in Amerika zuerst einmal in abwartender Haltung zu sein. Das heißt also, die Amerikaner schauen sich dann doch zuerst mal lieber die Zahlen, die Daten, die Fakten und vor allen Dingen den Ausblick von Nvidia an, bevor sie tatsächlich hier weiter investieren. Ja, ansonsten hatten wir noch ein bisschen was aus dem deutschen Markt, vor allen Dingen Immobilienunternehmen, die da heute ihre Zahlen präsentiert haben. Aroundtown zum Beispiel, eines der Unternehmen, ja, und ist ja ein MDAX-Unternehmen, Gewerbeimmobilienspezialist, und hat sich relativ optimistisch gezeigt für das Jahr oder für die zweite Jahreshälfte 2024, tatsächlich hier auch seine operativen Ziele erreichen zu können. Ja, und das ist natürlich etwas, was der Markt gerne hört. Die Aktie von Aroundtown, zwar nicht sehr teuer, 2,35 Euro liegt sie im Markt, kann aber heute ob der guten Nachrichten, ob des positiven, optimistischen Ausblicks nochmal um 3,7% zulegen. Ja, dann hatten wir LEG-Immobilien. Ja, die wollen eine Wandelanleihe begeben und zwar in Höhe von 500 Millionen Euro. Die möchte man da ganz gerne dementsprechend reinbekommen und damit will man natürlich auf der anderen Seite seine Verbindlichkeiten, heißt also im Prinzip Schulden tilgen oder wie man es am Markt so schön sagt, mal wieder refinanzieren. Aber wie gesagt, solche Nachrichten sind meistens nicht dazu angetan, die Anleger von dem Papier zu überzeugen. Heißt also, man braucht dringend Geld bei LEG und die Aktie heute leicht unter Druck mit minus 1,8% auf gerade mal noch 86 Euro. Ja, und dann hatten wir tatsächlich noch eine Nachricht von FedEx oder FedEx DEGIRO, so heißt das Unternehmen, ja, die bekommen einen neuen Vorstandsvorsitzenden, heißt also einen neuen CEO und der kommt aus dem Hause Morgan Stanley. Oliver Behrens wird also in Zukunft die Geschicke bzw. die Geschäfte beim Online-Broker FedEx DEGIRO leiten. Das Ganze soll dementsprechend dann ab 1. Oktober 2024 in Kraft treten. Der Vertrag ist gerade dann mal für 3 Jahre ausgelöst. Ja, FedEx bei den Anlegern scheint tatsächlich heute die Nachricht gut anzukommen. Über 3% geht die Aktie nach oben, 13,45 Euro. Ja, FedEx ist ja einer der bekannten Neobroker innerhalb des Marktes, wo viele, viele Kunden, natürlich Aktionäre, Marktteilnehmer, klar ihre Portfolios eingestellt und verwaltet haben. Also dementsprechend neuer Chef bei FedEx. Gut, das war's von meiner Seite aus, muss ich sagen. Wie gesagt, heute steht dann auch nicht mehr allzu viel an, bis wie gesagt auf die Zahlen heute von Nvidia. Ich habe es jetzt schon 3-4 Mal gesagt, aber das ist halt eben klar, das stehende Event für heute innerhalb des Marktes. Und sollten Sie mehr dazu wissen wollen, wie gesagt, morgen früh Jürgen, 8 Uhr wird er das Thema sich annehmen, wird natürlich dann schauen, wie die Reaktionen waren, wie vor allen Dingen halt eben die Analysten respektive die Marktbeobachter die Situation respektive die Zahlen bei Nvidia tatsächlich beleuchten. Morgen Abend 18 Uhr, dann Dreier-Zoom, Nicole, Jürgen und ich. Also ich freue mich auf Sie, wir sehen uns dementsprechend morgen wieder.